Moin Leute, heute gibt es noch ein, nicht ein, es wird jetzt in den folgenden Tagen noch Gartenvideos geben. Ich entschuldige mich auch dafür, dass es ein oder zwei Wochen kein Video mehr kam. Heute geht es erstmal um das hier, das Gebiet hier, da sind noch Kartoffeln drin in der Erde. Die wollte ich heute mal rausholen, weil es ist ja fast Winter. Wir haben schon fast immer minus 1 Grad die ganze Zeit nonstop. Es ist einfach richtig kalt, ich habe hier auch eine Jacke an. Deshalb dachte ich mir mal, wir machen das. Im nächsten Video wird es hier um die Möhren und um die Chilis gehen. Und dann geht es um das Hochbeet, das steht ja noch da hinten in der Ecke. Falls ihr die letzten Videos noch nicht gesehen habt, schaut einfach vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, gebt schon mal einen Daumen nach oben, wenn euch das hier gefällt. Es kommt jetzt mehr von so Gartenzeugs, kann ich euch schon mal versprechen. Denn die Beete müssen winterfest gemacht werden und so weiter und so fort. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Werkzeug. Ich hole mal eben, oh, ihr wackelt aber ganz schön, ihr müsst da mal stehen bleiben, ne? Was ich habe, ist eine Schaufel, eine ganz normale Schaufel. Dann habe ich so einen Dreizahn und dann habe ich einen Fugenspachtel. Der ist schon ein bisschen rostig, das ist aber nicht so schlimm. Denn in erster Lage geht es jetzt erstmal hier rum, dass wir die Kartoffeln erstmal rauskriegen. So, dann gucken wir doch einfach mal. Ich weiß nicht, ob da jetzt Kartoffeln drin sind. Da sind doch schon welche. Seht ihr das? Das sind schon 3 Kartoffeln. Ich habe hier auch extra eine Schüssel. Oh, ihr wackelt aber ein bisschen zu viel, ne? Das gefällt mir nicht. So, ich hatte extra eine große Schüssel, wo ich alles rein tue, was ich bekomme. Und dann zeige ich euch das am Ende nochmal, wenn ich gleich fertig bin. Das dauert jetzt ein bisschen. Und dann ebne ich hier das ganze Beet. 3 Kartoffeln haben wir schon mal. Die sind nicht groß, aber daraus mache ich so Chips selber. Das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht. Darüber werde ich auch noch ein Video machen. Also bleibt dran und abonniert diesen Kanal. So, wollen wir mal weiter gucken, ne? Boah, sind nur noch 2 schöne, dicke Kartoffeln dabei. Oh, die ist schon verfault. Die ist schon zu lang drin. Die tue ich extra mal beiseite. Das ist nicht gut, wenn da so ein paar Verfaulte dabei sind. Aber wir lassen uns überraschen. Oh. Irgendwie sind dieses Jahr doch ein paar mehr dabei, als ich dachte. Letztes Jahr waren recht wenige dabei. Nee, ist alles nur Wurzeln. Eine Babykartoffel. Nämlich vielleicht zum Aussehen, die ganz, ganz kleinen. Hier sind noch welche dran. Nee, das ist halt diese Wurzel mit den Kartoffeln. Könnte man schon wieder aussehen, das mache ich aber nicht, denn ich brauche sie ja, diese Kartoffeln. Noch eine. Da. Ich denke, dass ich das jetzt hier, dieses Band hier, seht ihr dieses hier, das nehme ich jetzt raus. Das war halt so eine Abtrennung, das tue ich auch erstmal beiseite. Das kann man ja nochmal benutzen. Ich habe davon aber noch in meiner Hütte noch was drin. Nur noch so ein paar kleine sind hier überall noch drin. Aus den kleinen kann ich nicht wirklich was machen, weil ich muss die halt schälen, die Kartoffeln. Und ich muss die halt noch schneiden, so ganz, ganz dünn. Und das funktioniert halt nur, wenn die Kartoffeln auch dementsprechend groß sind. Wieso ist hier eine Walnuss drin? Könnt ihr mir das mal sagen? Cool, was mich immer so Dinge findet. Oh, hier hinten sind noch welche. Oh, hier ist eine verfaulte. Ja, eine verfaulte. Die kommt erstmal beiseite. Und hier hinten habe ich noch welche gesehen. Krass, wieder eine verfaulte, aber die sind alle noch gut hier. Hier habe ich mehr gute und so viele schlechte. Oh, hier hinten ist der Vlies, von dem sprach ich. Muss ich aufpassen, dass ich den nicht kaputt mache. Aber das war es an Kartoffeln. Ah, noch eine Mini-Kartoffel. Oh, nicht da noch drauf. So, ich denke mal, das war's mit den Kartoffeln. Das ist mein Endergebnis an Kartoffeln. Ich nehme euch mal jetzt mal in die Hand. So, das ist jetzt mein Endergebnis an eigenen Kartoffeln aus meinem eigenen Garten. Ich bin echt stolz drauf, dass ich dieses Mal ein paar mehr habe. Sie werden zwar nie immer so groß, wie man sie kauft, in einem Laden. Aber ich denke mal, guck mal, das sind eigene Kartoffeln aus meinem eigenen Garten. Wer hat das schon? Nicht viele haben das. Das sind jetzt, ich zähle mal kurz, 2, 3... Ich lege die mal raus. 4, 6, 8,
10 etwas größere Kartoffeln. Das sind 10 große Kartoffeln. Ja, groß sind die jetzt auch nicht, aber etwas größer. Dann halt noch so ein paar lumpige da noch zu. Okay, die zwei kann man noch als groß mitzählen, also sind das schon 12. Ja, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ja, um die 20 Kartoffeln ist gut. Nur, die müssen halt größer werden, dann ist es noch besser. Auf jeden Fall, da ist noch ein Tuch, die werde ich jetzt gleich alle abputzen und dann vielleicht heute schon verarbeiten, das weiß ich noch nicht ganz. Ich werde sehen, das Wetter ist auch nicht so gut. Und ansonsten, wenn euch dieses Kartoffelvideo gefallen hat, ne, würde ich sagen, gebt ihm immer einen Daumen nach oben. Dann sehe ich ja, dass ihr Spaß daran habt. Das sind wirklich alles meine eigenen Kartoffeln. Wer die haben will, Adresse unten eingeblendet. Ein Scherz. Die werde ich alle noch verarbeiten. Nicht heute, nicht morgen. Doch, vielleicht heute, weiß ich nicht. Ich werde sehen. Auf jeden Fall gebt einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Das nächste Video wird sich, wie gesagt, um die Möhren und um die Chilis handeln. Und danach bepflanze ich noch das Hochbeet. Dann kommen da an der Seite kommen noch die ganzen Möhren weg und so. Habe ich schon ein paar genommen. Die sind tatsächlich gut geworden. Aber nur würde ich sagen, bis dann. Und ihr verschwindet jetzt, guck mal, das ist ein neuer Trick von mir. Ihr verschwindet jetzt in den Kartoffeln. Guck. So.